Samstag, der 17.10. hier in Bochum-Langendreher. Wir sind mit der S-Bahn hier angekommen. Die fährt nur 8 Minuten von unserer Homezone-Haltestelle. Und wie ihr seht, haben wir Masken um. Die Maskenpflicht ist verschärft worden und deswegen haben wir uns für die kürzeste Variante der Fortbewegung entschieden, um hier heute in Langendreher mit unserer Wanderung zu beginnen. Diesmal soll es eine Themenwanderung sein. Wir haben schon lange die Idee gehabt, mal eine Wanderung durch Bochum zum Thema Graffiti zu machen. Und da wir ja jetzt nicht so weit wegfahren wollen, bietet sich das an, diese jetzt durchzuführen. Ja, und so haben wir uns ein bisschen schlau gemacht rund um Graffiti, Street Art und so weiter, von denen es hier in Bochum übrigens sehr viel gibt. Bochum ist eine sehr innovative Stadt, was das betrifft. Und die Sprayer- und Street-Art-Szene wird hier echt groß geschrieben. 2017 gab es mal ein Projekt, oder 18, ich weiß nicht mehr genau. Da wurden auch ausländische Künstler eingeladen, die hier die Fassaden verschönert haben. Da wurden so richtige, ja, ausgeschrieben Bilder, richtig tolle Sachen. Ja, und einige davon werden wir heute auf unserem Weg finden und euch zeigen, sodass die Wanderung, ja, hoffentlich interessant wird. Was kann man noch dazu sagen? Das Wetter ist gut. Das Wetter ist gut, bombenmäßig zum Wandern, 8 Grad ungefähr. Ihr seht, wir haben dicke Jacken an. Ja, und dann würde ich sagen, geht's jetzt erstmal los. Und wir sehen uns gleich beim ersten Kunstwerk schon wieder. Jetzt haben wir gerade mal 1 Kilometer höchstens gegangen und haben schon 2 Kunstformen entdeckt. Einmal die sogenannten Stencils, das waren diese kleinen Mäuse und auf dem Kasten, und da war auch noch so ein Katzensticker bei. Das nennt sich auch Sticker. Mit solchen Sachen verbreiten die Künstler das gleiche Motiv in schnell auf mehreren Oberflächen. Wie ihr gesehen habt, war die Maus immer die gleiche. Wie gesagt, das kann dann schnell reproduziert werden. Und das zweite, was wir gesehen haben, war Wandmalerei. Das ist schon Street Art. Das gehört irgendwie auch zu Graffiti, ist aber sehr oft oder öfter mal, sagen wir mal so, auch kommerziell. Beziehungsweise das sind Auftragsarbeiten, weil sonst die Leute von ihrer Kunst nicht leben könnten. Deswegen machen die auch manchmal so Auftragsarbeiten. Und wie gesagt, manche Leute finden das eben auch toll. Gerade hier in Bochum gibt es so eine richtige Szene. Eigentlich schon fast wie in der Großstadt in Berlin oder so. Und von daher sind solche Sachen öfter zu finden. We'll be right back.
mal gerade. Kilometer 8 haben wir gleich auf der Uhr. Wir sind jetzt hier unten an der Höfestraße und haben uns hier so einen Trampelpfad erobert, nahe der Autobahn. Da gibt es eine Schallmauer, Lärmschutzwand und auch diese ist beschmiert bzw. mit Graffiti-Kunst bemalt. Landläufig wird ja immer gesagt, das ist Schmiererei, aber dem ist nicht so. Diese Dinger haben alle eine Bedeutung. Und was ich gerade gefilmt habe, diese Schwarz-Weiß-Teile, sind die einfachste Form der Graffiti. Schwarz-Weiß, ganz einfach. Oft nur Tags, also Namenszüge oder Kürzel, die eine Bedeutung haben. Meistens der Name des Künstlers oder sein Künstlername. Ja, und die findet man überall hier in Bochum auf solchen Lärmschutzwänden. Wir haben uns ganz schön vertan heute. Vorhin war es noch relativ kühl, als wir gegangen sind, und die Wetterprognose hat mieses Wetter, was heißt mieses Wetter, aber mit Regen und so weiter vorausgesagt. Und da es gestern eigentlich sehr kalt war, da sind wir nämlich mit dem Rad gefahren und mussten uns echt mit Handschuhen und so weiter bewaffnen, haben wir heute gedacht, boah, ziehen wir uns mal warm an. Aber sowohl Herbert als auch ich sterben gerade in unseren fetten Jacken. Und deswegen werden wir wohl einen kleinen Zwischenstopp zu Hause einlegen, um unsere Jacken loszuwerden und gegen eine andere, dünnere auszutauschen. Ja, so kann es manchmal gehen. Aber das ist halt eben auch der Vorteil, wenn man hier wandert in der Umgebung und nicht so weit wegfährt. Gerade unter der Brücke habt ihr verschiedene Arten von Style-Writing gesehen. Meistens sind das aufwendig gearbeitete, mit vielen Farben versehene Schriftzüge, also Styles, die, mit denen sich der Künstler versucht auszudrücken, ja, und die sozusagen sein Markenzeichen sind. Dabei war auch eins, würde ich sagen, Simple Style. Da war nur eine schwarze Umrandung und innen drin mit Silber gesprüht. Das ist auch eine besondere Art von Style Writing. Ja, und so hat halt jeder Künstler seine besonderen Ausdrucksmöglichkeiten, Vorlieben und so, die er mit seiner Kunst ausdrücken kann. Ja, diese Graffiti Wall da unten unterhalb der Brücke, da gibt es ganz viele von in Bochum, gerne unterhalb von Brücken oder auch, wie gesagt, solche Wände, Lärmschutzwände oder so, die sind freigegeben für Graffiti-Kunst hier in Bochum. Und es kann sehr oft vorkommen, dass manche Kunstwerke da nicht lange sind. Deswegen ist es immer wieder interessant, durch die Straßen zu streifen und auch an bekannte Orte zu gehen, weil, wie gesagt, also wir haben schon ganz tolle Graffitis gesehen, die wir euch jetzt leider nicht mehr zeigen können, weil die einfach schon wieder übermalt sind. Das ist das Schöne an der Kunst, die ist vergänglich und so soll es auch sein. Ja, so viel erstmal dazu.
So, umgezogen und echt erleichtert mit dem kleinen Rucksack jetzt, weil wir uns jetzt mehr oder weniger in der Stadtnähe bewegen, sind wir weiter unterwegs. Was ihr gerade gesehen habt, so aufgeklebte Plakate. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch dazu gehört, aber es gibt auf jeden Fall sogenannte Paste-Ups. Das sind Plakate, die zu Hause vorbereitet werden und die eine Aussage haben und die dann eben oftmals an Wände geklebt werden. Manchmal auch 2, 3 oder 10 nebeneinander, übereinander, untereinander, um diese Aussage eben zu unterstreichen. Ich denke, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Auf jeden Fall uns Leute entgegenkamen. Da musste ich mal eben eine Pause machen. Hinter mir schon wieder eine Legal Graffiti Wall mit einigen Graffitis drauf. Ich wollte halt sagen, dass diese Plakate zu Hause halt vorgefertigt werden und oftmals zu mehreren aufgeklebt werden und eben auch eine Aussage beinhalten. Und deswegen denke ich, da war nur Platz für eins und deswegen hat man das da hingeklebt. Deswegen denke ich, das gehört dazu. Wenn ihr es besser wisst, könnt ihr es ja auch mal in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, das ist so mein Alltagswissen oder unser Alltagswissen über die Graffitis. Wir sind natürlich keine Experten, also wenn wir was falsch sagen, dann gerne berichtigen. Man lernt ja nie aus. Thank you.
hier gehen wir jetzt an einer Legal Graffiti Wall der Stadt Bochum vorbei. Dahinter ist die Autobahn. Ja, und hier seht ihr ganz viele Beispiele für den Wildstyle und Semi-Wildstyle. Das sind alles Tags, bei denen mit verschiedenen Farben gearbeitet wird und die hauptsächlich aus Schriftzügen bestehen, die dann ausgefüllt werden. Das sind Namen von Gangs oder von den Sprayern selbst. Ja, und ganz selten verirrt sich mal ein Bild hierhin. Ja, Gorilla. Genau, der Gorilla. Da hinter mir seht ihr es. Wie gesagt, das sieht hier schon echt klasse aus, wie an der East Side Gallery in Berlin. Teilweise sind die Dinger natürlich auch zugewachsen. Da kommen jetzt hier so viele Bäume davor. Dahinter sind dann nicht mehr so gepflegte. Ja, aber ist auf jeden Fall. Sagst du noch was zu den Sprayern, die wir in Wiesental? Ach so, ja, genau. Dass die so nett waren, ne? Gerade im Wiesental unter der Brücke, da habt ihr oder haben wir Sprayer getroffen, die so nett waren, sich filmen zu lassen. Das hat natürlich genau in unsere Karten gespielt. Glück muss man auch mal haben. Ja, und Leute bei der Arbeit zu betrachten. Ja, und die beiden haben ihre Sache da richtig gut gemacht. Wir sind jetzt gerade im Westpark gewesen und auch da hatten wir wieder Glück, dass wir da Sprayer bei ihrer Arbeit zuschauen konnten und ein bisschen filmen. Ja, astrein. Hinter mir ist das Kolosseum der ehemaligen Stahlwerke hier in Bochum, oben mit Skulpturen. Die hatte ich schon mal in einem anderen Video gefilmt. Gut, hatte ich schon gesagt, Kilometer 19 haben wir auf der Uhr. Jetzt geht es noch durch die Bochumer, wir sind jetzt ganz nah in der Nähe der Bochumer Innenstadt und da geht es jetzt auch noch ein paar Kilometer durch, weil da ist auch noch einiges an Graffiti zu entdecken.
der letzte Graffiti, was ihr gerade gesehen habt, beziehungsweise Street Art. Das sind so aufgeklebte, ja, auf dünnes Papier aufgeklebte Figuren, meistens auch noch verbunden mit irgendeiner Botschaft. Das hat der Künstler Banksy als erstes erfunden und hat das weit verbreitet. Das gibt es hier in Bochum jetzt nur noch selten. Wie ihr gesehen habt, ist das auch schon abgeknibbelt. Es gab aber mal eine ganze Zeit lang sehr viele davon. Hinter mir auf dem Rohr, auf dem Fallrohr für Wasser, für Regenwasser, befindet sich ein sogenanntes Stickermuseum. Gehört auch zu den Graffiti- bzw. Street-Art-Kunstformen. Das sind Sticker, die zu Hause eben hergestellt werden und massenhaft im öffentlichen Raum beklebt werden. Und Stickermuseum nennt man so ganz viele Sticker, wie hier hinter mir auf einem Mast. Die sind übereinander, nebeneinander. Ja, auch da wird überklebt und so, was das Zeug hält. Wie gesagt, die Kunst ist ja hier vergänglich. Kilometer haben wir gemacht, jedenfalls bis zu unserer Haustür. Ja, das war eine, wie wir fanden, sehr schöne Wanderung. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und dass es euch auch interessiert, weil uns interessiert es schon ziemlich, wie gesagt, weil hier in Bochum sehr viel legal, illegal, egal gesprüht wird. Sag das doch mal von den beiden Männern, die wir getroffen haben. Ach so, ja, genau. Heute an dem Walfisch haben wir, das ist ja so eine Auftragsarbeit gewesen, haben wir zwei Männer getroffen, die extra aus Aachen nach Bochum gekommen sind, um sich hier die Graffitis anzugucken. Die haben die auch. Vor allem die Häuserkunst, also die Fassadenmalerei. Genau, die Fassadenmalerei vor allen Dingen, genau, um Fotos zu machen. Die haben uns dann auch gefragt, was wir da machen. Wir haben gesagt, dass wir einen Film darüber drehen. Ja, also es war schon eine echt coole Wanderung mit richtig vielen Erlebnissen. Auch, dass wir die Spreer bei der Arbeit filmen konnten, war richtig klasse. Hat uns viel Spaß gemacht. Ja, und was soll man noch sagen? Jo. Wir hoffen, dass es euch halt eben auch gefallen hat und dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Wandern im Ruhrgebiet mit Petra und Herbert. Und nicht traurig sein oder nicht böse sein, wenn man irgendetwas falsch erzählt hat oder erklärt hat. Genau.
weil wir sind keine Experten. Das ist so Alltagswissen über die Graffitis, aber ich glaube, es war schon so ziemlich richtig. Ja, wir haben uns auch ein paar Informationen eingeholt. Genau, auf der Seite der Stadt Bochum, aber ist jetzt alles so frei vorgetragen. Von daher, falls irgendwas nicht ganz korrekt sein sollte, seht es uns nach. Ja, und dann sagen wir jetzt nochmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, macht's gut, habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.